Anlage entdeckt, Kontrollturm. Firebreak, was genau bist du? Was genau bist du? Oh, hier drüben. Eine gute Vorratskiste. Ordentlich Reinholz. Sind die überhaupt noch hinter mir? Ja. Okay, hier geht's irgendwie runter. Alter, look at that. Ja, also wenn das mal nicht hier, wie gesagt, Caldera, Vulkan, das geht ja alles in die Richtung. Erstmal gucken wir uns das hier an. Holo-Wiederbelebung. Okay, ich gebe es zu. Ich habe die Holo von der Tischrede glatt 6-mal geschaut und jedes Detail genossen. Anitas Lächeln, die Art, wie sie über ihre eigenen Witze gelacht hat, meine ungeschickte Überleitung an Cian. Jedes Mal habe ich für eine Sekunde gedacht, ich wäre wieder dort mit ihr, unter Freunden, unseren Erfolg genießend. Es wurde natürlich jedes Mal weniger. Beim 6. Mal habe ich Anita einfach nur angestarrt und kam mir ziemlich gruselig vor. Aber das wird man mir nachsehen, oder? Das war der schönste Abend meines Lebens. Abgesehen davon habe ich das Recht, etwas wehmütig zu sein. Wir haben die Welt vor Feuer und Tod gerettet. Oder zumindest davor, in der Asche zu ersticken. Das ist doch was, oder? Ja. Sie haben hier irgendeinen Ausbruch verhindert durch diese Kühlung. Vielen Dank, dass ihr alle heute hier seid. Ich schätze, es ist nicht alltäglich, in einem aktiven Vulkan Cocktails zu trinken, oder? Bis auf George. Und ich kann es ihm wirklich nicht verübeln, dass er trinkt auf der Arbeit. Nichts von dem hätte funktioniert ohne unseren hochgeschätzten Direktor, Kenny Chow. Also, auf dich, Kenny. Nur dank dir. Schläf dir, Rostun Caldera. Du verdienst deine Margarita. Moment noch bitte, Leute. Ich will etwas hinzufügen. Denn das alles wäre nicht möglich gewesen ohne unseren Lead-Programmer. Danke, Anita. Dafür, dass du uns unser Genie geliefert hast. Cian. Ich stimme zu, Direktor Chow. Cian ist also die KI. Cian. Was ist die neueste Zahl? Der aktuelle Stand ist 1654. Wow, darauf trinken wir zusammen. Auf 1654 weitere Jahre ohne eine Eruption. Und Kenny denkt sich, verdammt, keine Eruption. Das war die Stimme mit den Alten. Ich konnte aber nicht alles verstehen. Du hattest recht, Orea. Dieser Ort sollte Schreckliches aufhalten. Das tat er. Und die Stimme. Ich glaube, langsam weiß ich, was sie sein könnte. Die Tür ist jetzt offen. Wir können durch. Und das Witzige ist, Cian, ich meine Cian, ist blau, oder nicht? Ist das nicht so ein bläuliches? Also genau die Hauptfarbe der Banuk? Wie passend. Was haben wir hier noch? Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Eine schöne weitere Vorratskiste. Die häufen sich mittlerweile auch. Aber gut, bei so einem Verschleiß an Materialien wundert das auch nicht. Jetzt gehen wir nach unten. Und von dort aus kommen wir wahrscheinlich in diesen Haupttrakt. Das wäre wahrscheinlich, wenn wir Aratags Weg gegangen wären, oder? Das wäre, wenn wir Aratags Weg gegangen wären. Den wollen wir ja nicht gehen. Vor allen Dingen ist da einfach dieses fette Rhinoceros.
Wir werden mit diesem Berg abrechnen, Aratak. Ich verspreche es dir. Diesmal bist du nicht allein. Diesmal nicht. Hier trennt uns ein gewaltiger Haufen Maschinen. Das ist der Berak damals besiegen. Dann mal los. Unser Kampf wartet schon. Da drüben sieht man übrigens auch schon die Brutstättentür. Das Gespräch. Die Geothermalanlage können wir abschalten, das Kühlsystem verbergen, riesige Probleme lösen. Warum also macht mich der nächste Teil so nervös? Ich muss nur Anitas geheimnisvolle Software installieren und ein Gespräch führen. Es ist doch nicht mal ein Mensch, stimmt's? Nein, das nicht. Aber wer weiß, ob Cyan ganz unschuldig an dieser ganzen Misere ist. Ich sehe die Maschinen schon. Autsch. Das ist aber der perfekte Zeitpunkt, um mal folgendes Tutorial reinzuhauen. Also, wir müssen den erst einfrieren. Aratak, mach was. So, und jetzt müssen wir ihn... Hallo. Warum schießt er nicht? Okay. Das ist ein... Das war jetzt einfach nur dämlich. Was ist das Problem dieses Schusses? So, und jetzt nochmal. Ah. Okay, das war krass. Man muss den also eine Weile aufladen. Aber dann macht er halt sowas Heftiges. Puh. Ein Versänger also. Irgendetwas lässt mich aber glauben, dass das bei weitem nicht das Schlimmste war, was wir hier noch treffen werden. Hier ist die Brutstättentür. Firebreak. Ja. Diese Maschinen hier überall, die halten wahrscheinlich einfach nur die Eruption auf. Jetzt zeige ich euch, wie man die Tür öffnet. Mehr Maschinen, bereit machen! Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. So, und jetzt habe ich den für dich. Fuck.
Ich sehe hier tatsächlich noch nicht mal irgendwo den Scheibenwerfer. Bauteil entfernt. Autsch, das hat weh. Tutorial. Und wir wechseln die Waffe mit dem verbesserten Schmiedefeuer. Und auch das ist geschafft. Das Ding ist echt schon vollkommen ramponiert. Oh, Scheiße. Okay, das ist gar nicht cool. Das ist wirklich gar nicht cool. Okay, das Ding macht mich gerade mehr oder weniger platt. Warum ist Ikri nicht hier? Mit der hat das besser geklappt. Okay. Bin nicht mal ansatzweise in der Lage, da irgendwie mit meinem Speer was gegen zu tun. Warte mal, vielleicht können wir... Ah, Mist. Jetzt, Aloy, die Tür. Kannst du sie öffnen? Finden wir es raus. Alter. Ja, ich gebe zu. Aratak hat recht. Das war wirklich eines Liedes würdig. Heile Witzka. Donnerkiefer in dämonischer Form. Sehr, sehr bedrohlich. Endlich lösen wir das Geheimnis. Der Dämon. Er hat Besitz ergriffen. Von der Maschine, die den Vulkan in Schach hält. Seitdem hat der Dämon die Kontrolle. Wie eine Krankheit, die all die Maschinen befällt. Alles ist verändert. Verdorben. Der Pfad, der mich zur Stimme geführt hat, ist verschwunden. Dann finden wir einen anderen, Orea. Also gut. Los geht's. Ja, beenden wir es. Nebenquest abgeschlossen, Firebreak. Die Winterschmiede. Um Cyan zu retten und die wahre Natur des Dämons zu ergründen, müssen sich Aloy und ihre Begleiter einen Weg durch die Brutstätte unter dem Donnerkamm kämpfen. Belohnung Epsilon. Okay, danach haben wir wohl... Ich nehme an, dass wir hier nach Frozen Wilds abgeschlossen haben. Wir sind noch bei 80%, guck mal. Ja.
gut. Es geht runter. Brutstätte Epsilon. Die letzte der Brutstätten. Wer weiß, was für Schrecken hier noch auf uns lauern werden. Ihr wisst, eine der Maschinen ist immer noch offen. Was auch immer das für eine sein wird. Jesus Christ, ey. Sieht schon ein bisschen gruselig aus hier. Guckt euch das mal an. So sah keine Brutstätte aus. Dieser Dämon muss unfassbar mächtig sein. Tatsächlich ist diese Brutstätte auch relativ groß. Hier ist die zentrale Kammer. Brutstätte Epsilon. Guckt euch den Weg an, den wir zurückgelegt haben. Heftig. Neues Metall. Feuer und Blitze. Dieser Ort ist für Maschinen, nicht für Menschen. Ich bin bei dir, Ruder. Wir werden nur so lange bleiben, wie wir müssen. Wir müssen an der Lüftung vorbei. Bleibt hier, bis ich einen Weg für uns gefunden habe. Verstanden, Ruder. Wir müssen diese Lüftung also irgendwie ausschalten, wie es aussieht. Rad passt also nicht mehr, okay. Was passiert hier? Ha. Von hier aus kann ich sie wohl nicht schließen. Ich muss rübergehen. So wird ein Schuh draus. Schnell. Jetzt. Ah. Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich mich fallen lassen? Ah ja. Ich denke, die Lüftung kann man nur von der anderen Seite schließen. Muss ich an die Dinger... Ja, ich muss an die Dinger wieder ranspringen. Besten von hier. Oh, sie ist in der Luft. Yep. Und sie kommt rüber. Autsch. Hier ist die Lüftung. Muss irgendwie eine Möglichkeit geben, sie abzuschalten. Mein Gott, ist das verwirrend. Kommen wir hier hoch? Ah ja. Hier kommt man hoch. Hier kann man allerdings nichts ausschalten, aber wie sieht es denn da drüben zum Beispiel aus? Kann man die Lüftung da drüben abschalten. Ich hoffe es zumindest. Ist echt wirklich lange her mit einer Brutstätte, die wir für uns gewonnen haben. Wirklich lange.
Und es ist noch genauso cool, wie ich es in Erinnerung habe. Oder hatte. Perfekt. Wie kommen wir jetzt hier rüber? Ich muss wohl rüber, um die Brücke auszufahren. Okay. Ich sehe hier leider gar nichts. Können wir hier hinfallen? Irgendwer schießt da. Aber warum? Aratak? Du kannst nicht gewinnen. Okay, da oben wird irgendwie... Okay, da oben wird gekämpft. Wir müssen schnell hoch. Panzerkrabbe! Ich dachte erst, ich muss irgendwie von unten hier unbemerkt reinkommen, aber na gut. Diese Art von Rätsel könnten wir ja eigentlich auch schon. Oh. Panzerkrabbe hat was. Na okay, dieses Fernangriffsschutznadel. Nehmen wir aber nicht mit. Oh, was haben wir denn hier? Was ist denn das hier für ein Becken? Guckt euch das mal an. Heilige Scheiße, ey. Deswegen brodelt es auch so, weil dieser Vulkan wahrscheinlich kurz davor ist auszubrechen. Und der Dämon hat das provoziert. Innerhalb kürzester Zeit. Das war sein Ziel. Um den gesamten Schnitt und wer weiß was für ein großes Gebiet einfach nur komplett zu verwüsten. Dieser Ort sieht wie der Berg aus, bevor der Dämon ihn verdorben hat. Wir aktivieren die Konsole. Wir werden gleich sehen, was das ist, Aloy. Exploit erfolgreich. Beschränkungen umgangen. An alle anwesenden Menschen. Mein System wurde von einem Malware-Demon unbekannten Ursprungs kompromittiert. Trace-Routen haben diese Einheit als Hephaestus identifiziert. Er muss aufgehalten werden. Er hat die Anlage rekonfiguriert. Feindseliges Wesen. Übernahme bevorstehend. Ich habe dieser Nachricht zusätzliche Daten. Die Stimme spricht zu uns. Eine Aufzeichnung. Und eine Warnung. Festes. Er war Teil von Zero Dawn. Ein Teil von Gaia. Ja, aber... Ich weiß nicht, was er hier macht. Du hast recht. Gehen wir weiter. Es ist also wirklich Hephaestus. Man hätte es sich schon denken können. Also genau wie damals baut er Maschinen. Feindselige Maschinen. Ich habe dieser Nachricht zusätzliche Daten angefügt. Welche denn? Die kann ich gar nicht sehen. Rückkehr zu Firebreak, das Gespräch, das hatten wir schon. Naja, es geht jetzt erstmal weiter. Hephaestus. Wir werden ihn auf jeden Fall aufhalten, genau wie sein Bruder Hades. Was haben wir hier? Künstliches Koma. Ich wollte es einfach abschalten. Aber was, wenn es beim Reboot desorientiert oder sogar beschädigt wäre? Wie erklärt man dem emotionalen Äquivalent eines Kindes, das ist... Vielleicht
Tja, das ist die Frage. Hast du es etwa nicht übers Herz gebracht, Kenny? Hast du versagt? Bist du teilweise schuld an diesem Schlamassel hier? Oh nein, das sind Frostklauen. Diese Armee könnte niemand aufhalten. Niemand. Das Gefühl, der will Ärger. Ich habe das Gefühl, der will richtig Ärger. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Eventuell. Oh, den verbesserten Eisdorn sehe ich gerade. Haben wir noch gar nicht modifiziert. Das ist natürlich blöd, weil Schock, Eis. Das ist natürlich gut. Schadenabriss, Feuer ist dumm. Eis. Ja gut, am meisten bringt theoretisch das hier. Wobei man auch einfach das nehmen könnte. Dann ist der Schaden des Eisdorns einfach enorm. Ja, das Ding ist nach oben gesch... What? What was that? Okay, fuck. Okay, fuck. Jeez, ey, Leute. Oh, Mann. Ey, ich kann mit dem Ding nicht umgehen. Man kann mit dem Ding nicht umgehen. Das funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Ich gebe zu, das ist eine Waffe, die ich überhaupt nicht leiden kann, dieser Feuer, dieser Eisdorn. Möge er noch so mächtig sein. Wie viel Zeit hat man noch gar nicht? Guckt euch die Maschinen an. Wie soll ich bei denen so viel Zeit haben? Wo ist er da? Ja, wie gesagt, man hat ja gar nicht die Zeit. Wie soll das funktionieren? Okay, 1600 Schaden. Ich glaube, ich habe noch nie einen stärkeren Angriff gesehen als diesen. Heilige Scheiße, 1600 Schaden. Das ist ein anderer Schnack. Aber wir sind auch gerade so nur überhaupt lebendig da rausgekommen. Da hinten ist noch irgendeine Maschine, die uns entdeckt hat. Die aber auch schon irgendwie halb tot ist. Ist die geflohen zwischendrin? Hat die tatsächlich irgendwie gekämpft oder was? Ja, auf jeden Fall müssen wir erstmal irgendwie einen Weg hier rausfinden. Da drüben ist eine Waffe. Was ist das? Oh Gott. Das sind Frostklauen. Nein! Oh je.
Nein, Aratak, rette mich! Zeigt, was ihr drauf habt! Oh. Erledigt. Und eine Stufe aufgestiegen dadurch. Stufe 59. Hier haben wir wieder ziemlich krasse Spulen. Dafür müssen wir mal ein paar von denen zerlegen. Etwas anderes bleibt mir leider nicht übrig. Den würde ich nochmal lassen. Die blauen sind tatsächlich ganz gut. Verderbnisspule, Metallscherben, Handhabungsspule. 57%. Das klingt sehr viel. Handhabung 58%. Und Eis 36%. Hey, das ist so krass. Wir können froh sein, dass diese Frostklauen wohl gerade erst irgendwie entweder gebaut wurden oder repariert wurden. Und es halt nicht mehr geschafft haben. So, unser Weg führt uns auf jeden Fall woanders hin. Nämlich hier hin. Ah, da müssen wir wahrscheinlich hier hoch. Ja, machen wir einfach nochmal ein paar Tony Hawk Stunts. Kommen wir hier durch? Da drüben ist auf jeden Fall was. Muss man an eines dieser Teile springen? Nee. Damit oder? Sollte ich schaffen. Was denn schaffen? Ich weiß gar nicht, was sie will. Okay, die Richtung hier könnte auch richtig sein. Gehen wir mal hier lang. Ah ja, look at that. Wir kommen der Sache näher. Das ist, ja. Ja. Perfekt. Jetzt? Naja, das führt mich ja auch wieder nur dahin. Das löst mein Problem nicht. Das löst einfach mein Problem nicht. Kabelüberwuchung. Die Tür wird von einem Metallkonsum kann mit vereinten Einsatz mit vereintem Einsatz zerstört werden. Ach, die müssen. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Die müssen hier rüber. Ja gut.
Jetzt aber, Leute. Gemeinsam schaffen wir es. Und dann sind wir nämlich auch, wenn ihr mal guckt, bald in der finalen Kammer angekommen. Von Brutstätte Epsilon. Sturmbolzen und der Eisdorn. Okay, krass. Wow. Wow. Für einen kurzen Moment dachte ich, ich falle gleich.